So, okay. Ich bin nämlich unter anderem einer, der versucht, so wenig wie möglich zu sterben, weil im Endeffekt ist das dann halt immer so meine kleine Challenge. Denn ich bin halt wirklich so ein bisschen greedy nach den Erfolgen. So, aber mittlerweile sind wir auch schon gestorben, aber ich möchte mich nicht auf die Fahne schreiben. Ach, sterben kostet ja nichts. Das finde ich halt auch ein bisschen oll, wenn du dann schon so rangehst. Weil wenn ich mein Leben so leben würde, dann wäre es natürlich auch ein bisschen, ja, kurz. Um es mal so zu sagen. Genau, okay. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen was an Pengklauen und an anderen Gedöns. Das Zeug könnten wir eigentlich alles eiskalt in die, ja, in Müll packen. Brauchen wir eigentlich nichts. Nee, brauchen wir eigentlich nichts. Ist eigentlich wirklich nur Crap. Ich finde es eigentlich blöd, dass wir hier jetzt gerade nur diesen komischen Wald haben. So. Wald bei Dunkelheit. Das ist echt richtig Käse. Zum Glück haben wir Feuerpfeile. Dann wissen wir zumindest, wo wir hinschießen. Haha, haha. So. Okay. Ich gönne mir mal eben einen Schluck aus meinem Espresso. Ich habe sogar schon angefangen mit dem Sträuben zu trinken, ey. Mann. Als Barträger ist das nämlich echt unangenehm, wenn er dann halt, wenn dein Schnurrbart dann nass ist. Also das ist okay, das sind jetzt First World Problems. Aber insbesondere, wenn du dann halt ein heißes Getränk trinkst, ein heißes Getränk zu dir nehmen möchtest, bei Kaffee beispielsweise, nippst du ja mal erst so dran. Und das ist halt immer, ich find's immer blöd, wenn du dann halt in dir den Bart da trocken wischen möchtest. Und deswegen, insbesondere wenn ich eh zu Hause hier gerade sitze, stört ja niemanden, ne? Stört ja niemanden, wenn ich da mit einem Strohhalm, mit einem Calpurnia-Strohhalm rumsitze und da immer hier rausziehe, ne? So, außerdem ist dann halt unter anderem auch das so, dass dieses unterdrückt, was ich halt auch im, ja, in meinen vergangenen Aufnahmen ein bisschen unangenehm fand. So, aber das macht's halt authentisch. Ja, der Mate, das ist halt auch nur ein Mensch, der keinen Kaffee hier mit 300 Grad Temperatur trinken kann, sondern halt da auch Probleme drin sieht. Okay, jetzt könnten natürlich die böse Zungen sagen, warum trinken wir überhaupt eine Aufnahme? Dieser olle Mongo, hä? Warum? Das darf er doch gar nicht. Und, oh doch, ich darf das. Oh mein Gott, da war eine Bombe! Eine Giftgasbombe! Nein! Apropos Giftgasbombe. Ich hatte da unter anderem, das ist natürlich jetzt ein richtig blöder Themen, Umswitchung. Ich hatte erst vor kurzem ein Irrglaube von mir komplett zerdrückt bekommen. So, und zwar habe ich damals in der Schule, hatten wir halt im Geschichtsunterricht den Zweiten Weltkrieg in einer Doppelstunde Geschichte wirklich mit einmal Video gucken. Ein Video haben wir geguckt, hatten wir es abgehakt. Ja, das war der Zweite Weltkrieg, die Deutschen haben verloren. So, mehr haben wir eigentlich nicht gelernt. So, und da wurde mir damals beigebracht, genau, das hatten wir aber dann in politische Bildung. Wurde das dann angesprochen? Da wurde dann gesagt, dass diese Endvernichtung oder diese Endsolution der Juden, ja, also wir hatten da in Politik, hatten wir dann halt Schindlers Liste gesehen gehabt, den Film. Und da wurde dann, für die Leute, die es nicht wissen, da geht es um Auschwitz und halt um Oskar Schindler, der halt dementsprechend die Juden rettet, so peu à peu. Aber das lernt man dann halt auch erst im Film, so dann peu à peu bekommt man das halt offengelegt, von wegen, was da halt sein jüdischer Buchhalter eigentlich so für Pläne hat, und dem hilft er dann unter anderem, um weitere Juden zu retten. Also ein richtig empfehlenswerter Film von Steven Spielberg ist der unter anderem. Und da nur ein kleiner Fanfact, die hatten neben Auschwitz dem
tatsächlichen Auschwitz hatten sie die Kulisse nochmal von Auschwitz nachgebaut gehabt. Also die wollten nämlich nicht auf dem Grund und Boden von Auschwitz, wo das ehemalige Vernichtungslager dort war, hatten sie dann halt dementsprechend nicht, hatte er aufgrund der Ehre der Toten oder der, wie soll man sagen, des Seelenheils der Toten, wollte er nicht auf diesem Grund und Boden einen Film drehen und hat dann einfach das 1:1 nachbauen lassen, direkt daneben, um dort dann halt drehen zu können. Er wollte halt einfach nicht die Totenruhe stören, die dort halt gestorben sind, was ich sehr, 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 sehr beeindruckend und auch sehr lieb von ihm finde, weil im Endeffekt hätte man auch sagen können, aus Geldnot, ist mir auch scheißegal. Sollen sie halt rumheulen, von wegen, dass ich das aufgenommen habe. Aber das fand ich echt ziemlich geil von ihm. Und deswegen nochmal Chapeau, lieber Steven Spielberg, Chapeau. So, auf alle Fälle wurde mir damals immer gesagt, von wegen, dass die Juden und halt alle Leute, die dort vernichtet wurden, durch Senfgas gestorben sind. Senfgas, das ist das, was unter anderem auch im Ersten Weltkrieg in Einsatz kam, was man halt auch so gelernt hat und was es unter anderem jetzt auch bei Battlefield 1 also sieht, was man dort halt als Gaswaffen, da gibt es nämlich so eine Gasgranaten, was man da dort so werfen kann, die Schaden machen. Das ist Senfgas. Das wurde halt von einem deutschen Chemiker entwickelt, dieses Ding, der unter anderem auch später den Nobelpreis erhält. Paradoxerweise für etwas Ähnliches. So, aber ist egal. Warum so, auf alle Fälle wurde mir immer damals beigebracht, von wegen, dass das halt Senfgas sei, aber im Endeffekt stimmt das gar nicht. Und zwar ist das eigentlich Zyklon B gewesen. So, eigentlich waren das einfach nur Tabletten, die sie dort Dingens geworfen haben, in diese Kammern, nennen wir sie jetzt einfach mal so, in diese Gaskammern. Und da gibt es nämlich auf Netflix eine richtig, richtig interessante Reportage, die halt sehr gelungen ist. Und da dachte ich mir so, Alter, what the hell? So, also da musst du wirklich abgebrüht sein, wenn du dir das anguckst. Was ich wiederum ein bisschen sehr krass finde, sind die Reporter gewesen, beziehungsweise diese, ja, wie nennt man die, die Recherchen betreiben, sind das Reporter? Ja, im Endeffekt sind es ja Reporter, aber die fand ich halt ein bisschen sehr rabiat bezüglich derer, die sich dort freiwillig hingesetzt haben und deren Fragen beantwortet haben, dass die halt überhaupt gar kein Verständnis hatten und halt auch 70 Jahre später dann halt den Leuten, also natürlich verzeihen kann man es denen nicht, definitiv nicht. So, weil verzeihen, das können nur die Opfer und ist eben so, aber man darf die halt auch nicht großartig verurteilen, jedenfalls nicht wir Jüngeren, bitte ich mir so ein, von wegen, die halt nicht in derselben Lage waren, weil im Endeffekt, das ist halt, ich möchte die Leute in keinster Weise für ihre Taten freisprechen von ihrer Schuld, aber ich kann es aber auch nicht gutheißen, wenn du ein Mensch bist und ich gehe mal davon aus, jeder Mensch hat ein Gewissen. Und jeder Mensch muss mit seinem Gewissen leben können. So, und ganz ehrlich, das, was ich dort nämlich in dieser Dokumentation, das war ja unter anderem auch aufgearbeitete Bilder und halt auch wirklich Videoaufnahmen und halt Fotografien, die sie dort gezeigt haben aus diesen Lagern und halt unter anderem über irgendwelche Vernichtungsprozesse und was auch immer. Schon mal so vorab, die Dokumentation hieß Auschwitz, The Final Destination. Wie schon gesagt, findet man auf Netflix. Und ich fand es halt wirklich echt extrem interessant. Das ist so ein 6-Folgen-Ding. Und da kamen nämlich auch noch so einige Sachen mit auf dem Schirm, die wusste ich überhaupt gar nicht.
Ja, also war schon echt richtig, richtig hardcore. Auf alle Fälle fand ich da halt bloß diese Reporter sehr krass, dass die dort die Leute dort vor der Kamera noch weiterhin denunziert haben, wo ich mir so sage, Alter, das waren 76-Jähriger, wenn nicht sogar 80-Jähriger, der dort in dem Lager mit 18 Jahren die Buchhaltung gemacht hat und halt das Geld immer nach Berlin bringen musste beispielsweise, der dann halt, wo ihm dann halt gesagt wurde, von wegen, was er denn für ein Schwein sei, im Endeffekt, also nicht wortwörtlich, sondern halt aber durch den Subtext hat man das halt schon mitbekommen, von wegen, was er denn für ein Schwein sei und wie er denn damit überhaupt noch leben könnte und warum, ob er denn überhaupt seiner Familie ins Gesicht gucken kann und bla bla bla. So. Und da dachte ich mir auch so, alter Falter. So, das fand ich nämlich schon relativ hart, insbesondere, weil das ja auch erst in den vergangenen Jahren war, wo halt unter anderem auch nochmals ein Buchhalter aus Auschwitz oder wo auch immer, aus dem Vernichtungslager auch nochmal verurteilt wurde und dann halt noch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, lebenslang oder was auch immer. Ein 76-Jähriger, der immer, wenn er seine Augen schließt, tote Menschen sieht, wo er an dem Tod schuld war. So. So, natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, okay, erste Instanz der Schuld sind halt die, die den Abzug tätigen. Zweite Instanz dann halt auch die, die Munition ranschaffen und so weiter und so fort. Beispielsweise, um es jetzt mal so darzustellen, im Endeffekt sind alle schuld. Alle schuld, die in diesem Lager tätig waren und wussten, um was es da geht. Wiederum fand ich es nämlich auch sehr interessant von den Schilderungen, die er dort gebracht hat, von wegen, dass die Leute, die dort tätig waren, dass die sowas von dermaßen nervlich fertig waren, dass sie nur noch gesoffen und geraucht haben und dass sie eigentlich, die waren eigentlich durch mit den Nerven, ja. Und das Lager an sich, da hat er nämlich auch gesagt, das Lager an sich, das war sowas von dermaßen luschi bewacht. Das ist, da hätten die Gefangenen einmal kurz rebelliert, dann wäre da Feierabend gewesen. So, aber das wurde halt nicht gemacht. Und das fand ich schon krass, dass er das einfach so gesagt hat, weil im Endeffekt haben die wirklich dort sehr viel rumgehurt und rumgesoffen und waren halt eigentlich kaum dienstfähig, weil die haben es einfach nicht anders hinbekommen gehabt, um mit ihrem Gewissen im Reinen zu sein. Und ganz ehrlich, wenn du dann halt so jemanden hast, ja, der dann unter anderem dort auch in dieser Reportage noch vor der Kamera anfängt zu heulen, während er dann schildert, was er dort so gemacht hat und was er da gesehen hat. Ich glaube, der hat schon in seinem gesamten Leben noch so einige schlaflose Nächte gehabt. Aber ich fand das halt nur so krass, dass der Reporter dann halt so getan hat, als ob der nach wie vor wie ein Kleinkind dort seelenruhig einschlafen kann und einfach das als, ja, ist eben so, ne, besser dir als ich. ja, das einfach so abtakelt. Ich, wie schon gesagt, ich gehe einfach davon aus, wenn du da bei so einer Aktion mit dabei warst, ich glaube, du kannst wirklich dein gesamtes Leben nicht mehr wirklich in den Spiegel gucken. Aber wie er den also denunziert hat, das fand ich bloß, das ging unter alle Kanone. Ja, also, das war halt eine krasse Sache. Aber wie schon, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt die Tatsache, dass ich dort gelernt habe, dass die halt mit Zyklon B getötet wurden. Das war ein Mittelchen, was an der Front gang und gäbe war. An der Ostfront, oder für die Ostfront wurde das mehr oder weniger entwickelt. Das war ein Läusungsbekämpfungsmittel, ja. Damit, ich weiß nicht, wer da wurden dann halt dementsprechend die Klamotten in der Reinigung, die Uniformen in der Reinigung wurden dort mit behandelt. Also dementsprechend, keine Ahnung, kannst du dir so vorstellen, da wurde so eine riesengroße Wäschetrommel genommen. Dann halt eine Handvoll Zyklon B reingeknallt für, gegen Lausbefall. Und dann halt einen Deckel draufgepackt von wegen, sodass dann halt dementsprechend ein Gas sich freigesetzt hat, was dann halt unter anderem Gift freigesetzt hat, um Läuse abzutöten. Und das wurde nämlich dann einfach mal getestet,
Weil es nämlich dann auf einmal hieß von wegen, wir müssen halt viele Leute in kurzer Zeit töten, effizienter töten. Und dort durften sich dann halt alle mal austesten in diesem Lager, was übel pervers war. Und da kam nämlich einer dann mal auf die Idee, wieso nimmt man denn nicht dann dieses Mittelchen? Davon wird eh Unmengen werden da produziert für die Front. Dann können wir uns ja da auch noch ein bisschen was bestellen. Außerdem ist es halt leicht herzustellen. Und dann wurden halt dementsprechend Zimmer umgebaut mit einer kleinen Luke. Also die wurden dann halt luftdicht versiegelt, bis auf eine kleine Luke. Und dort wurde dann eine Handvoll von diesen komischen Tabletten reingeworfen und dann wurden die Leute getötet. Ich dachte immer, dass das halt immer diese typischen Duschkabinen waren und dass da dann halt Senfgas reingepumpt wurde und dann halt dementsprechend so die Leute getötet wurden. Aber das war halt wirklich ein Irrglaube, was ich sehr interessant fand. Ja, also das ist halt das eine, was dort einem beigebracht wurde, und zum anderen halt wer eigentlich alles auch noch in diesem gesamten jüdischen Vernichtungsprozess da mit rein drin gesteckt hat, ja, dass dort halt auch andere Länder ihre Juden verkauft haben, beziehungsweise die haben ihre Juden dann doch nicht mal verkauft, sondern die haben den Deutschen Geld dafür bezahlt, dass die Juden vernichtet werden, was natürlich auch so rückblickend total krank ist, aber, ja. Beseitigungsgebühr oder ähnliches haben sie es dann genannt. Oder Betreuungskosten. Ja, genau, das war ja so komplett abstrus. Ja, also so von wegen Betreuungskosten oder halt Aufwandsentschädigung sollten dann halt einige Länder zahlen, wie Italien oder sonst irgendwelche. Ja, also das fand ich echt schon echt richtig hart. So, aber jetzt mal ein paar erfreulichen Themen. Wir sind in Shangaan endlich angekommen. Yay! Woohoo! Aber ich mag echt solche Dokumentationen. Also jetzt nicht gerade über sowas, über solche Themen. Aber halt Dokumentation an sich. Weil es halt echt vieles im Leben gibt, was man halt wissen könnte. Aber halt, man halt nicht alles wissen kann. Ist so. Ist so. Aber ich versuche halt immer bestmöglich mich zu bilden. So, und das Leichteste ist halt wirklich durch die Television. Durch die Television, weil man dann weniger lesen muss, weil ich halt nicht so ein Schnellleser bin. Und halt unter anderem das halt leichter vorgekaut bekomme. So. Komm doch. Ich töte dich. Ich fand es unter anderem auch ziemlich cool, dass sich viele Leute dazu geäußert haben zu meiner Äußerung mit dem mit den Religionen. Da fand ich auch eine Sache sehr amüsant und auch ziemlich schön, unter anderem. Ja, da hat sich nämlich auch ein Christ gemeldet, also der sich hier zumindest als Christ geoutet hat und gesagt hat, das ist richtig, ja, ich bin Christ. Ich fühle mich aber damit nicht angegriffen, von wegen, dass ich dann halt so quasi sein heiliges Buch mit einem Geschichtsbuch verglichen habe. Da hat dann mir dann auch halt auch bloß, oder ich glaube, das war dann irgendein anderer, hat mir dann halt geraten, von wegen noch die Bibel nicht so stumpf als Normalsterblicher zu lesen, sondern halt... Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Ja, genau, definitiv habe ich das gesehen. Ja, also da hat mir unter anderem auch noch ein anderer geraten, die Bibel niemals alleine zu lesen, weil im Endeffekt kommst du da nicht wirklich weit. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, also da wurde bloß gesagt, dass man halt die Bibel nicht alleine lesen sollte, sondern halt... Ach, bist du schon fertig? ...mit geistigem Rate, damit man halt auch viele Deutungen mitbekommt. So habe ich das daraus geschlossen, aus den Worten, die er dort geschrieben hatte. So, und da hat er wahrscheinlich auch recht, deswegen gibt es ja auch einen Priester. Sonst könnte man ja auch einfach nur in so eine Kirche ganz einfach nur so ein Buch hinlegen. Wie so ein Telefonbuch in einer Telefonzelle damals. Und dann von wegen, bei Fragen, Seite 12. Sozusagen, ja, und dann halt
das Buch einfach hinlegen und dann soll jeder selbst daraus schließen, was er, wie er es da zu verwenden hat. Ja, also, das fand ich halt ein echt cooler Rat. Oh. Ihr Affengesichter, kommt her. So. Und dass ich dann halt auch nicht gleich grundsätzlich geflamed wurde. Das habe ich eigentlich schon erwartet. Von wegen, dass sich dort vielleicht einige Leute auf den Schlips getreten fühlen. Weil ich behauptet habe, dass im Endeffekt die Bibel eigentlich nur Geschichte, also nur Geschichten sind. Ähnlich wie Märchen. Und dass es da wirklich keine Handhabe gibt, diese anzuwenden, beziehungsweise halt, dass es diese Person jemals gab oder was auch immer. Und dass man eigentlich dann auch sagen könnte, was haben wir aus der Lehre von dem Rotkäppchen gelernt. Ja. So, und das fand ich echt cool, dass dann halt das wirklich so offen bekundigt wurde, von wegen, dass die Bibel eigentlich nur eine Geschichtenansammlung ist und ich damit eigentlich recht hatte. Das war halt so quasi die Kernaussage. Fand ich ziemlich cool.